Wir haben eben diese Zweipoligkeiten, der wir arbeiten, und wir merken auch, es ist wichtig, wie wir vorhin schon über die Infogiganten gehört haben, diese Aufklärungsarbeit voranzutreiben. Einfach das alles ans Licht zu reißen, was an Missständen eben auch geschieht. Und wir haben heute viel vom Schwarm gehört. Und heute würde ich eigentlich super gerne mal so ein paar Beispiele bringen von dem, wie wir als Menschen so einen Schwarm erleben. Das ist jetzt genau der Punkt, um den es geht, wo jetzt alle, die da sagen, Mensch, OCG, das ist jetzt der Schritt, der ist gerade für mich jetzt noch nicht dran, aber ich möchte helfen. Ich möchte helfen, jetzt Licht in diese ganze Dunkelheit zu bringen. Ich möchte helfen und einen Eimer Wasser nehmen und das Haus zu löschen. Für die ist genau das jetzt richtig. Ja, hört genau zu. Also ich möchte euch kurz sagen, wie wir so einen Schwarm erleben. Wir haben jetzt nur als Beispiel die 5G-Welle. Da haben wir so einen Einsatz gehabt, sind auf die Straße gegangen und haben dann an so einem Samstag innerhalb von 3 Stunden mit Kind und Kegel haben wir über knapp 3000 Flyer verteilt. Gleichzeitig fand auch wieder in dieser kleinen Region um Köln herum ein Einsatz statt. Da haben dann einige von uns mit auch wieder Kind und Kegel zusammen zu Hause Flyer produziert. Es ist so, dass auch gleichzeitig alles zum Thema 5G auch eben Infoabende stattfanden. Ja, am gleichen Tag haben andere, die gesagt haben, die Straße, das ist jetzt nicht so mein Platz, das mit den Infoabenden habe ich jetzt auch nicht so drauf, da haben andere hunderte Politiker eben aus dem Kreistag, aus dem Landtag, aus dem Bundestag angeschrieben und sie mit diesem Thema konfrontiert. Es haben Leute in einem Studio gestanden, die haben dort eine Sendung aufgenommen. Dann gab es ein anderes Team, das hat nur darauf gewartet, dass das Filmmaterial kam, um dann eben diese Sendung zu schneiden. So ein besonderer Samstag, oder? Wahnsinn! Nee, ist er nicht. Das ist überhaupt gar kein besonderer Samstag. Das ist der totale Standard im Schwarm, möchte ich euch sagen. Ja, ich habe das jetzt gerade aus dieser kleinen Region mal rausgezogen. Das war jetzt hier bei uns in Köln. Ich kann euch sagen, wir könnten hier nochmal 24 Stunden füllen, wenn jetzt mal aus allen Bundesländern, allein in Deutschland, wenn aus der Schweiz, Belgien, Frankreich, überall mal die Leute nach vorne kommen würden und sagen würden, was in ihren Landkreisen passiert ist. Ich habe früher irgendwie auf diese ganze Situation geguckt, alles was auf uns so zukam, gerade wo die ersten Beiträge kamen damals, das war so, also bei mir ging es dann los nach dem 11. September, wo ich dann so gemerkt habe, wow, da stimmt aber einiges nicht, da habe ich richtig Panik bekommen, ja, und ich habe einfach gemerkt, die totale Ruhe kam, als ich gespürt habe, wir sind total das Netzwerk. Das ist ein Netzwerk, das ist multinational, das geht von Deutschland nach Russland, nach Amerika, das geht in alle Länder, erstreckt sich das. Es verschafft eine Synergie, es verschafft uns eine Schwarmintelligenz. Aber ich würde einfach euch aufrufen und sagen, jeder, der sagt, Mensch, das ist ein Platz, da kann ich mich sehen, da würde ich unheimlich gerne auch wirklich einfach auch meine Fähigkeit entdecken. Da würde ich einen kleinen Teil übernehmen, um in diesem Schwarm einfach auch wirklich dem großen Fisch, der da auf uns zukommt, diesen dunklen Fisch, einfach wirklich die Stirn zu bieten, einfach wirklich diesen Schwarm noch größer zu machen. Es ist so, dass einfach wir euch brauchen, daraus machen wir auch gar kein Geheimnis. Wir brauchen einen jeden von euch, das ist so. Aber das Lustige ist eben, ihr braucht uns ja genauso. Und deswegen, das trifft sich dann wieder und da schließt sich der Kreis. Und wir brauchen uns da gegenseitig. Und es ist wirklich eine Möglichkeit, wo wir unabhängig von Religionen, von Weltanschauungen, von allem gemeinsam wirken können. Dazu würde ich euch ganz gerne aufrufen, jeder, der sich da mal jetzt gezogen fühlt, einfach mit anzupacken oder Teil dieses Schwarms zu sein, kommt doch bitte einfach nach vorne. Das könnt ihr gerne jetzt schon machen. Wir würden auch gleich noch ein Lied dazu vortragen.